Hallo, ich bin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Swords and Swords Never Seen. Wir haben ja 1 Solvent 4 erreicht und wir können jetzt in das Schiff der Imagination. Ich habe das falsche. Imagination gehen natürlich. Stufe 1, das Endlosspiel. Let's go. Was können wir hier tun? Die Goblinwache. Was können wir hier tun? Bibo. Wir kriegen auf jeden Fall etwas Geld. Aua. Ich will es nicht abkriegen. Komm, ein bisschen später. Wildling Rangan. Also kann man es wieder ein bisschen heilen. Wenn er jetzt Voodoo-Praktikant ist, der neu. Nee, ne? Glaube nicht. Im Endeffekt sind nur noch bekannte Gegner. Nice. Mega Omnisoul. Easy. Das bringt irgendwie nichts mehr, ne? Es gibt mir halt höchstens. Es bringt mir einfach. Ja, es bringt mir halt 200. Ach, guck mal, da sind Muscheln. Okay. Lass doch mal hier den mitnehmen. Kann ich den noch nicht? Das geht noch nicht. 2 Tage, 4 Tage, 6 Tage. Dann auf zum nächsten. Raxul. Magier, hä? Huh? Heimtückisch. Er vergiftet uns, der kleine Wildling. Auf jeden Fall sehr tanky, die Gegner. Mama Maulwurf. Freibeuter und Halbmondjägerin. Ernsthaft? Das kommt dann so. So viel Geld. Pupsi. Auch ein Pupsi. Bogenschütze des Ordens. Nicht blockierbar, unfair. Na, die machen gut Damage dagegen, ne? Wir hauen sehr gut rein. Opportunist. Nein, ich wollte ihn doch mit einem Snipe killen. Okay, wir haben wieder 200 wahrscheinlich bekommen. Man kriegt immer glatt 200. Ach komm schon. Ich ja auch mal wieder Geld. Glaube ja, ne? Galerie 100%, auch nice. Ist das die Galerie? Ich glaube, das ist die Galerie, oder? Ne, warte, warte, warte. Das ist die Galerie. Alle Gegner gefunden und besiegt. Easy. Schulungslager, Schulungsrang und Home haben wir schon zu 100%. Spielt insgesamt gerade mal 89%. Why? Wahrscheinlich wegen den ganzen Trophäen ja. Aber die werde ich nicht hinkriegen. Da muss ich es. Und natürlich muss ich auch noch mit Leiter einmal abfahren, ne? Oder ich, ein glaube ich noch. Habe ich 2 drin noch stehen? Habe ich noch 2 drin stehen?
Nee. Mushi Mambo nur noch. Gut, lass uns einfach mal die ersten 5 Muscheln machen und das war's dann auch. Gut, dass ich eigentlich noch mehr Space gedrückt habe, aber gut. Drachenjäger. Ups. Spezialist. Hässlicher Heiler. Sie einfach alle sterben, bevor sie überhaupt was machen können. Piu! Gabla. Lass doch hier schon mal Omnisoul nutzen. Super Omnisoul. Oh, ich habe kein Ausweichen mehr gehabt. Das war sehr clever gewesen. Kotter! Siebenhunderttausend Schaden macht meine Schildkröte. Crazy! Jetzt leider nicht überlebt. Schade. Eine Runde zu früh vorne ausgegangen. Na? Ja, es bleibt bei. Es geht auf eine vierstellige Zahl. Easy. Nach Rubin haben sie nichts mehr. Gut, aber jetzt können wir das uns mitnehmen. Jin, let's go. Hallo Dark, ich fühle mich heute gut. Ich bin bereit, dir zu helfen. Das freut mich. 16 Rubine kriegen wir wieder. Easy going. Let's go! 5 Kämpfe. Piu! 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 Theoretisch kann ich sogar eine Omnisoul-Fähigkeit nutzen, ne? Einmal. Bis dahin ist sie eh wieder ready. Das hat mich on point geheilt. Ja, das ist irgendwie negativ gewesen. Hätte ihn nicht betäuben sollen, der hat sich sonst selbst angegriffen. Bam! Ja, aber ist er tot. Säbelrassler. So schlecht. Ah, einen Stumpfi kann ich leider nicht mitnehmen. Wobei, habe ich ja schon. Muschi fehlt ja noch. Also Mushroom. Piu. Okay, alles klar. Ich glaube, die Ritzschläger killt sich selber, wa? Und Super Omnisoul. Easy. 4,4 Millionen mit dem Bogen. Wie Geld, ey. Ist ja Wahnsinn. So much money. Um uns noch die letzte Muschel. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Weil diese Endos-Missionen sind super. Ich mag grundsätzlich keine Endos-Missionen. Bin ich kein Freund von. Weil die halt
endlos gehen. Gnobul werden wir mal mit unserem Omnisoul auseinandernehmen. Aua. Bin ich aber doof. Warum schlägst du dich selbst? Hm? Bam! Gut, wenn wir erstmal ihn umnatzen, dann kommt er da oben dran. Warum greifst du zweimal an? Kobold-Bergarbeiter. Nice. Gefährlicher Skill auf jeden Fall, dass er sich selbst schädigt. Er macht während der Runde keinen Schaden an uns, aber nur Schaden an sich. Ist mega gut. Mega hübscher Skill. Er verbrennt und er schädigt sich selbst. Richtig böse. Ein Raufbold. So, gehen wir uns erst auf den Kleriker. Der kann heilen. Ekelhaft. Ich habe schon lange keinen Crit mehr gesehen von ihm. So ein super Crit. Wenn man es heraufbeschwört, dann passt das schon. Dann lassen wir uns den Säbelrasse mal ganz kurz. Okay, erstmal lassen wir auf den Hänger, auf den Drachenjäger. Taschendiebstahl, yay! Bam! Sehr nice. Und damit haben wir auch diesen Gegner besiegt. Bam! Uiuiui. Oh, das hat aber gedauert. Eieiei. Und wieder ein bisschen Gold bekommen. Und nun? Tut mir leid, dass ich mich letztens auf deine Schulter gestürzt habe. Mein Meister tat, was er für richtig hielt. Er entschied sich, mich zu retten und ich muss lernen, damit zu leben. Ich werde seine Aufopferung ehren und den Pfad des Hohenmagers verfolgen, wie auch er damals. Du weißt schon, an deiner Seite kämpfen, dir helfen. Dadurch sah ich, dass auch ich für andere von Nutzen sein kann. Ich bin froh, dich getroffen zu haben, Daki. Okay, wir kriegen höchstens scheinbar EP-Zuwachs. Jetzt haben wir das dann noch. Lasst mich das mal ohne euch machen. Ich werde das mal... Ja. So, wir sind im letzten Kampf. Und zwar genau von dem 10., wo wir im Prinzip dann das zweite Symbol kriegen, um zu schauen, was dann danach passiert. Und der Moskito hat einfach mal 27 Millionen Leben. Oh. War noch nicht das Richtige.
So, gib mir den Omni-Soul. Piu! Sehr hübsch. Tja, ich bin irgendwie gerade Alleinkämpfer, oder? Kannst du bitte aufhören mit dem Heilen? Das ist irgendwie total nervig. Und so viel Leben habe ich auch nicht mehr. Nice, alle geheilt. Tja, kacke gelaufen für euch, hä? Würde ich mal behaupten. Boah, Heiler sind so nervig. Unglaublich. Aber ich habe immer in aller Hochheit. Das ist gut gewesen. Sehr lucky gewesen. Und jetzt noch den König Moskito mit 27 Millionen Leben. Und danach schauen, was passiert. Diese Endos-Kämpfe, die sind ultra langweilig. Boah. Das macht schon keinen Spaß mehr. Aber ich habe es für euch durchgezogen. Easy going. Der macht 1,1 Millionen Damage an sich selbst. Und wird weiter vergiftet. Piu! Nochmal ein Gift-Stack drauf. Und dann so Omni-Soul nochmal reinhauen. Easy. So. Fähigkeitspunkt plus. Das geht ja mit Muscheln vorwärts, alles klar. Immer wieder Erfahrung, Fähigkeit, alles klar. Also könnte man im Prinzip alle seine Fähigkeiten aufboosten auf Maximum. Also, hat man ziemlich viel zu farmen. ja. Gut. 2000 Punkte haben wir noch. Uns alle ausgegeben. Das sind unsere finalen Stats. Alles über 50.000. Trophäen fehlen noch ziemlich viele. Aber das sind wahrscheinlich diese ganzen Medaillen hier. Was echt nicht einfach ist. Und die ganzen Achievements fehlen hier auch noch. Und fehlen noch einige Achievements. Viele Begleiter bändigen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal ohne euch, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Sobald ich das Spiel beendet habe, werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal anfassen. Museum 90%. Ja, wegen den Trophäen, ne? Ach ja. Es war ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel gewesen, meine lieben Freunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht gibt es auch mal irgendwann eine Nachfolge von dem Game. Wer weiß das schon. Es hat auf jeden Fall riesig Laune gemacht. Und wenn ihr aber einfach mit 2000 aufhören, mit 2000 Rubinen, die mir einfach für nichts mehr nutzen können, außer halt für weitere Begleiter. Aber, ja. Da kriegen wir ja genug Geld durch Kämpfen, ne? 2030 haben wir. Jetzt brauchen wir es halt nicht mehr, ne? Und wenn wir bedenken, was eine Rubin eigentlich wert ist, ja. Wenn wir mal Wert der Inflation gucken. Eine Rubin sind einfach mal 1000, eine Million, eine Milliarde, eine Trillion, eine Billiarde. Ach, keine Ahnung, was das ist. Ziemlich viel auf jeden Fall. ja, mit 2230 werden wir hier aufhören an dieser Stelle. Endlos-Spiel ist tatsächlich endlos wahrscheinlich. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Mir auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und falls ihr ähnliche Spiele wie dieses kennt, wie Swords and Souls in Never Seen, dann gerne in die Kommentare mit. Lasst es mich gerne wissen. Ich liebe solche Spiele. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.